Hey, oh, na? Ja, jetzt geht's. Wie geht's? Endlich hat's mal funktioniert. Endlich. Hallo, liebe Stadionfreunde, herzlich willkommen zu MDS TV. Wir haben es 10:45 und ich bin heute das erste Mal mit meinen Nachbarn, Nerko, unterwegs. Ich hoffe, das wird uns heute Glück bringen und wir machen uns jetzt auf den Weg Richtung Stadion. Und jetzt verpassen wir auch schon den Bus. Auf geht's. Wir sind beim Listerplatz und jetzt kommt schon der nächste Bus. Dann steigen wir jetzt mal ein. Weil wir jetzt das Rathaus sehen wollten, sind wir vorher ausgestiegen. Nein, das stimmt nicht. Wegen einer Baustelle mussten wir jetzt umsteigen. Nerko, hast du eigentlich hier eine Erinnerung? Ich habe eine Erinnerung. 1992, Pokalgewinn. Pokalgewinn? DFB-Pokal. DFB-Pokal. Super. Auf jeden Fall, da war ich ziemlich, ja, 18 Jahre war ich alt. Mashallah. Hast dich aber gut gehalten. Dankeschön. Jetzt geht's weiter. Wir sind immer noch auf dem Weg Richtung Niedersachsenstadion. Und das Wetter ist echt gut. Herrlich. Top. Es soll noch 14 Grad heute werden. So, Nerko, wir sind jetzt fast da. Pyros hast du dabei? Nein. Hast du alles versteckt? Cool. Hast nicht gemerkt. Hast nicht gemerkt, super. So, Jungs. Also erstmal zu dir. Was ist dein Tipp für heute? Ja, mein Tipp wird ein schönes 2-1. Ne, da Düsseldorf ja auch eine starke Mannschaft ist. Kann auch Tore schießen, aber wir sind ja halt in die Und wer, wer wird heute die Tore schießen? Gehe von Tresoldi auf jeden Fall aus und ich würde auch mal den Leopold noch mal eins gönnen. Alles klar, vielen Dank. Und was denkst du? Ja, ich denke, ja, weiß ich nicht. Es wird zumindest ein knappes Spiel, weil Düsseldorf ja auch ziemlich stark ist. Ich gehe mal vom 3-2 aus. 3-2. Und was glaubst du, wer schießt die Tore für 96? Ja, Tresoldi und, ja, weiß ich nicht. Vielleicht macht er auch einen Dreierpack, das wäre auch was. Vielleicht Neumann. Ja, Phil Neumann, ja, könnte auch sein. Alles klar, dann danke ich euch. Alles klar, viel Spaß. Genau, viel Spaß. Jo, ciao. Eine kleine Info am Rande. Ich habe mir übrigens jetzt eine Dauerkarte geholt für die restlichen Heimspiele. Und während wir zu unseren Plätzen gehen, blende ich hier eure Tipps ein. Wir hoffen aufeinander dafür. Es ist das Ende natürlich für unsere Mannschaft. Wir haben auch ganz sicher 3 Punkte. Fahren wir heute hier ein. Natürlich die Traumelf heute zusammengestellt worden. Jetzt so Leopold. Die Fortuna-Fans haben ja auf jeden Fall den Auswärtsblock hier voll gemacht. Generell ist es so, dass der ganze Unterrangbereich heute voll sein wird. Hier nochmal der Blick auf die Nordtribüne. Heute ist es enorm wichtig, dass sie gewinnen, weil mit einem Sieg nähern sie sich bis zu 3 Punkte zu Holstein Kiel. Gestern habe ich über Instagram eine Umfrage gemacht. 51% der Zuschauer glauben, dass es heute Pyros geben wird. Mal schaut, sind wir heute alle mal gespannt. Hier, den kenne ich doch hier, aus Havelse. Ja. Wie heißt du? Davis. Davis, was tippst du für heute? 2-0. Wer schießt die Tore? Leopold. Leopold, alles klar. Hindorf von der U23 ist heute wieder dabei. Ich bin mal gespannt, ob er heute Einsatzzeiten bekommen wird. Die U23 von 96 wird heute parallel mit den Hamburger SV mit der zweiten Mannschaft spielen. Dort drüben sehen wir beim Interview Stefan Guardiola. Wir grüßen natürlich auch recht herzlich den Grüßen den Trainer von Fortuna. Eddie, hast du wieder keinen Tipp abgegeben? Ja.
Genau. Jungs, also erstmal zu dir. Bei Instagram hat man auf jeden Fall recht. Wieder für die richtigen Plätze entschieden. Auf jeden Fall. Viel Sonne. Kommentar. Nee. 12. Minute, Düsseldorf führt 1-0. Es ist auf jeden Fall positiv, dass sie trotzdem weitermachen. Sehen wir jetzt das 1-1. Leo, Vorlage auf Phil. Oh mein Gott, ey. Was war das? Das war wirklich fast Ronaldo, oder? Ibrahimovic. Oh ja. Oh!
18. Spielminute, 2-0 für Düsseldorf. Das ging alles viel zu schnell. Wenigstens war es ein Grieche. Meinst du, geht jetzt rein? Ich glaube ja. Schauen wir mal. Los Jungs, es ist noch nichts vorbei. Das Spiel dauert 90 Minuten. Los, los, los! Oh Mann! 25 Minuten wurden hier schon gespielt. Ja, sehr trauriger Anfang, aber ich habe noch ein bisschen Hoffnung, dass das hier noch nicht zu Ende ist. Ich auch, auf jeden Fall. Das sind die letzten 15 Minuten. Das Einzige, was hier gut ist, ist die Unterstützung. Den Spielern fehlt heute einfach das Zielwasser. Ist noch nichts verloren. Oh Mann! Das ist nichts, das ist nichts. Weiter. Los! Halt auf! Nachbar, sehen wir noch das Tor vor der Halbzeitpause? Es muss. Ein Tor fern, sonst haben wir Schwierigkeiten. Sie schaffen es immer, vor das Tor zu kommen, aber der letzte Abschluss, der funktioniert einfach nicht. Das waren die ersten 45. Gute Woche. Wir haben Halbzeit in Hannover. Kurze Analyse. Das Wetter stimmt. Virus sind da. Tore sind auch da, aber für die falsche Mannschaft. Entweder wird jetzt Düsseldorf hier weitermachen, obwohl eigentlich Hannover spielt. Also entweder wird Hannover jetzt zurückkommen, das Comeback machen, oder Düsseldorf macht einfach hier weiter mit den Toren. Auf jeden Fall muss man schnell ein Tor schießen, sonst wird das nichts. Vielleicht muss heute Gindorf mal rein. Andere Sachen versuchen, Guardiola. Ja. Wir sehen uns zur zweiten Halbzeit. Wir sind in 245 Minuten. Auf geht's, Hannover. Alles frei. Hier kommt unser Team. Hier ist Sebastian Bock. Hannover 17-19. Ja, ja. Meinst du, die schaffen noch mal zurückzukommen? Nein. Nein? Ich glaube nicht.
Und von Hannover gibt es so langsam ein Lebenszeichen. Latte. Wir sind in der 65. Spielminute. Ich habe das Tor nicht gesehen, aber egal. Jetzt kann es genauso weitergehen, Jungs. Noch zwei Tore. Was sagst du zum Spiel? Werden Sie nochmal zurückkommen? Sorry, ja. Aber irgendwann ein Tor, wenn sie noch schießen, haben wir mal 2-2 im Wetter. Ein Punkt ist auch hier. Mittlerweile sind wir in den letzten 15 Minuten. Ich kann kaum das Spielfeld sehen. 96 liegt immer noch mit 1-2 hinten und Halstenberg hat hier gerade die gelbe Karte bekommen. Weiter, weiter, weiter. Oh. Wir drücken immer weiter. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Es wird heute keine Niederlage werden. Ich dachte schon. Und da kommt Gindorf noch mal rein, hier als Joker. Schaffen Sie es noch? Ja, nein! Weiter! Weiter, los! Direkt rein. Direkt. Oh. Scheiße! Scheiße!
Schuss sein Tor! Auf geht's, Hannover, Schuss sein Tor! Das war's, das Spiel ist ausgegangen. Tolle Mitglieder aus dem Sinn der Mannschaft. Wenigstens nicht verloren. Aber wir sind zu sehen, was soll man machen? Genau. Das Spiel endet 2:2. Ich hoffe, der Vlog hat euch trotzdem gefallen. Vergesst nicht, gebt ein Like, abonniert gerne den Kanal, damit mehr solche Videos kommen. Und vergesst nicht, hier unten für den Algorithmus zu kommentieren. Wir sehen uns beim nächsten Spiel.